Ob es ein gesunder Smoothie aus verschiedenen Obstsorten, die leckere Soße aus Kräutern und Gewürzen oder eine sämige Suppe sein soll, mit dem richtigen Mixer gelingt die Zubereitung im Handumdrehen. Standmixer gehören ohne Zweifel zu den gut durchdachten und brauchbaren Küchengeräten, die Zeit und Aufwand sparen. Die Preis- und Leistungsbandbreite der Geräte ist groß, während Hochleistungsmixer auch gefrorene Lebensmittel, Eiswürfel oder Nüsse auf Knopfdruck zerkleinern, bleiben die preiswerteren Versionen auf das Mixen oder Pürieren weicher Zutaten wie Obst und Gemüse beschränkt. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Philips Avance HR365500 Standmixer WMF Kult Mix und Amp Go Smoothie Mini Standmixer. Der Philips Avance HR365500 ist ein Standmixer mit einer Leistung von 1400 Watt und einer maximalen Rotationsgeschwindigkeit von 35.000 Umdrehungen pro Minute. Er arbeitet mit einem vierflügeligen Klingensystem und einer stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung. Der Mixbehälter von Philips besteht aus Glas. Der Glaskrug hat ein Fassungsvermögen von 1,8 Litern. Die sogenannte ProBlend 6 3D-Technik soll dafür sorgen, dass der Philips-Standmixer bis zu 50% feinere Mixergebnisse im Vergleich zu anderen Modellen liefert. Mit zwei Trinkflaschen im Lieferumfang. Der Standmixer von Philips wird mit zwei Trinkflaschen aus BPA-freiem Tritankunststoff und einer maximalen Füllmenge von 600 ml ausgeliefert. Der Philips Avance HR365500 bietet eine Smoothie-Funktion, eine Pulsfunktion und eine Ice Crush-Funktion. In den Deckel ist ein beweglicher Stößel integriert, mit dem sich die Zutaten im Mixbecher verteilen lassen. Der Standfuß hat ein Metallgehäuse und eine integrierte Kabelaufwicklung. Mit Ausnahme der Klingen sind laut Philips alle abnehmbaren Bestandteile des Mixers für die Reinigung in der Geschirrspülmaschine geeignet. Die maximale Betriebslautstärke beträgt 87 Dezibel. Alle Kunststoffelemente sind in Schwarz gehalten. Der Standmixer von Philips misst 19,0 x 17,6 x 42,5, Länge x Breite x Höhe, Zentimeter und wiegt 5,2 Kilogramm. Wie funktioniert eine Pulsfunktion? Ein Standmixer mit Pulsfunktion kann schubartig bzw. in Intervallen mixen. Je nach Modell drehen sich die Klingen für 2 Sekunden und stehen danach eine Sekunde still. Der Vorteil: zähe Flüssigkeiten oder harte Zutaten haben immer wieder kurz Zeit, sich während des Mixens im Behälter zu verteilen. Das soll eine gleichmäßige Zerkleinerung gewährleisten. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Rommelsbacher MX-1250 Standmixer. Der Standmixer Rommelsbacher MX-1250 hat eine Leistung von 1200 Watt und schafft bis zu 22.000 Umdrehungen pro Minute. Die 6 Klingen bestehen aus Edelstahl. Die Geschwindigkeit lässt sich über einen drehbaren Knopf stufenlos regulieren. Der Mixbehälter besteht aus Glas und hat ein Fassungsvermögen von 1,75 Litern. Geprüfte Sicherheit: der Standmixer von Rommelsbacher ist mit einem Vierfachschutz ausgestattet. Die Benutzung ist nur bei geschlossenem Deckel und bei einem korrekt eingesetzten Krug möglich, zudem hat der Motor einen Überlastungsschutz und das Gerät trägt das SGS-Prüfzeichen für geprüfte Sicherheit. Der Rommelsbacher MX-1250 bietet 4 Mixprogramme. Für Smoothies, ein Ice Crush-Programm, eine Pulsfunktion und ein Reinigungsprogramm. Der Standfuß des Rommelsbacher Standmixers ist in silbernem Design gehalten mit schwarzen Akzenten. Der Mixbehälter ist transparent und hat einen schwarzen Griff und Deckel. Das Gerät misst 22 x 18,5 x 44,2, Länge x Breite x Höhe, Zentimeter und wiegt 4,5 Kilogramm. Welche Rollen spielen Wattleistung und Umdrehungsgeschwindigkeit eines Standmixers? Die Leistung eines Standmixers in Watt gibt an, wie viel Strom er aufbringen kann, um das Klingensystem in Bewegung zu versetzen. Je höher die Wattzahl ist, desto höher ist die Leistung des Motors und desto mehr Strom verbraucht er. Die Umdrehungsgeschwindigkeit ist ein weiterer Indikator für die Leistung. Je schneller der Motor die Klingen dreht, desto schneller und effektiver zerkleinert er die Lebensmittel. Zu beachten ist aber, dass es bei hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten zu einer hohen Wärmeentwicklung kommt,
wodurch wertvolle Nährstoffe verloren gehen können. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Russell Hobbs 23821-56 Standmixer. Der Russell Hobbs 23821-56 Standmixer hat eine Leistung von 600 Watt, seine Messer erreichen eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 22.400 Umdrehungen pro Minute. Russell Hobbs zufolge zerkleinert der Mixer sowohl heiße als auch kalte Zutaten. Die Geschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen einstellen. Das Gerät von Russell Hobbs hat eine Pulsfunktion und eine Ice Crush-Funktion. Der Mixbehälter fasst 1,5 Liter Mixgut und besteht aus Glas. Inklusive To-Go-Behälter, zum Lieferumfang des Geräts von Russell Hobbs gehört ein zweiter Behälter inklusive eines Deckels mit Trinköffnung. Der Mixer von Russell Hobbs hat einen Standfuß mit Edelstahlgehäuse und Anti-Rutschfüßen. Alle abnehmbaren Teile lassen sich in der Spülmaschine reinigen. Für eine platzsparende Aufbewahrung hat der Standmixer von Russell Hobbs eine integrierte Kabelaufwicklung. Der in Schwarz-Silber gehaltene Russell Hobbs 23821-56 misst 22,2 x 27,5 x 38,5 cm und wiegt 3,9 kg. Wie wichtig ist die Klingenanzahl bei einem Standmixer? Die meisten Standmixer haben ein 4- oder 6-Flügel-IGES-Klingensystem. Je mehr Klingen beim Mixen zusammenarbeiten, desto schneller und gleichmäßiger können sie Lebensmittel zerkleinern. Üblich ist eine sternenförmige Anordnung der Klingen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist iGoStar Pomegranate 30JDF. Der iGoStar Pomegranate 30JDF arbeitet mit einer Leistung von 750 Watt und einer Umdrehungsgeschwindigkeit von bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute. Das vierflügelige Klingensystem ist dem Hersteller zufolge speziell geschärft und aus Edelstahl gefertigt. Der Mixer hat zwei Mixistufen und eine Turbofunktion. Es gibt eine Pulsfunktion und eine Reinigungsfunktion. Der Mixbehälter besteht aus Glas und hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern. Der iGoStar Pomegranate 30JDF verfügt über einen Schutzmechanismus, mit der er sich erst in Betrieb nehmen lässt, sobald Motorblock und Behälter korrekt miteinander verbunden sind. Die abnehmbaren Teile des Standmixers sind laut Hersteller für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet. Alle Materialien des Geräts sollen BPA-frei sein. Der Standfuß hat laut Hersteller einen rutschfesten Boden. Das komplette Gerät wiegt 3,7 Kilogramm und misst 19,1 x 19,9 x 38,9, Länge x, Breite x, Höhe, Zentimeter. Was bedeutet BPA-frei? BPA bzw. Bisphenol A ist eine chemische Verbindung und zählt zur Gruppe der Diphenylmethan-Derivate. In Produkten aus Kunststoff, zum Beispiel Mixbehältern, wird der Stoff häufig als Weichmacher verwendet, um das Material flexibler und weniger bruchanfällig zu machen. Über den Mixbehälter kann das BPA in die Lebensmittel und somit in den Körper gelangen. Dort wird dem Weichmacher eine ähnliche Wirkung wie dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen nachgesagt. Ein Eingriff in den Hormonhaushalt kann gesundheitliche Folgen haben, weshalb von BPA-haltigen Produkten häufig abgeraten wird. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bosch MMBV621M Vitamax Standmixer. Der Bosch MMBV621M Vitamax ist ein Standmixer mit einer Leistung von 1000 Watt und einer Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 37.000 Umdrehungen pro Minute. Der Mixer arbeitet mit einem sechsflügeligen Klingensystem und ermöglicht eine stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Der Mixbehälter besteht aus Glas und hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern. Mit Vakuumfunktion. Eine Besonderheit des Geräts ist die Vakuumfunktion, mit der die Luft im Inneren des Behälters über ein Ventil an der Seite abgepumpt wird. Aufgrund des dadurch entstehenden Vakuums kommen die Zutaten weniger mit Sauerstoff in Kontakt, wodurch laut Bosch während der Zubereitung weniger Vitamine verloren gehen. Der Bosch MMBV621M Vitamax hat vier Mixprogramme, Vakuumieren und Mixen, Crushed-Ice-Funktion, Pulsfunktion und Reinigungsfunktion. Das Gehäuse des Standfußes besteht aus Aluminium. Alle Kunststoffbestandteile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen,
sind laut Hersteller BPA frei und alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest. Ausgeliefert wird der Standmixer von Bosch mit einer zusätzlichen 0,5 Liter Trinkflasche und einem Rezeptbuch mit Smoothie-Rezepten. Eine optische Besonderheit des Geräts ist das flache Ansaugrohr der Vakuumpumpe, das seitlich vom Motor zum Deckel des Mixbehälters verläuft. Der Standmixer misst 19,5 x 19,1 x 43,8, Länge x Breite x Höhe, Zentimeter und wiegt 6,4 Kilogramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Severin SM3718 Standmixer Bosch MMBV621 M Vitamax Standmixer. Mit einer Leistung von 550 Watt erreicht der Severin SM3718 Standmixer eine Umdrehungsgeschwindigkeit von bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute. Er hat ein Vierflügel-IGES Edelstahlklingensystem und eine Pulsfunktion. Die Geschwindigkeit ist in zwei Stufen einstellbar. Der Mixkrug besteht aus Glas und hat ein Fassungsvermögen von bis zu 1,5 Litern. Zur Sicherheit lässt sich der Standmixer von Severin erst einschalten, sobald Motor und Mixbehälter korrekt miteinander verbunden sind. Für eine platzsparende Unterbringung ist der Mixer mit einer integrierten Kabelaufwicklung ausgestattet. Im Lieferumfang ist ein QR-Code enthalten. Diesen können Interessierte mit ihrem Smartphone einscannen und erhalten dann Rezepte zum Mixen. Das Design des Severin SM3718 ist in Schwarz gehalten, mit einer Edelstahlzierleiste am unteren Bereich des Motorblocks. Das Gerät misst 21,0 x 18,0 x 40,2, Länge x Breite x Höhe, Zentimeter und wiegt 3,3 Kilogramm. Was ist der Vorteil einer integrierten Kabelaufwicklung? Eine Kabelaufwicklung ist eine Vorrichtung am Gehäuse des Standmixers. Das Stromkabel des Mixers lässt sich darum wickeln und daran befestigen. Das erleichtert es, den Standmixer in einem Schrank, einem Regal oder einem Karton aufzubewahren. Gleichzeitig kann sich das Kabel nicht verheddern und ist vor Kabelbrüchen geschützt. Der nächste Produkt ist Philips Core HR35793 Standmixer. Das Modell Core HR35793 von Philips ist ein Standmixer mit einer Leistung von 1000 Watt und einer Umdrehungsgeschwindigkeit von bis zu 27.000 Umdrehungen pro Minute. Der Mixbehälter besteht aus Glas und bietet ein Fassungsvermögen von bis zu 1,5 Litern. Zusätzlich liegt dem Lieferumfang ein 600 ml Trinkbehälter aus Kunststoff bei. Mit der ProBlend Crush-Technik verarbeitet er laut Hersteller selbst harte Zutaten schnell zu feinen Smoothies. Das 6-Sterne-Klingensystem aus Edelstahl kann laut Philips sogar Eis zerkleinern. Mit RIP-Design: Der Standmixer von Philips hat ein innovatives RIP-Design mit mehreren länglichen Rippen im Inneren des Mixbehälters. Laut Philips sorgt das für einen besseren Zufluss der Zutaten und ermöglicht dadurch feinere Mixergebnisse. Der Philips Core HR35793 hat keine Mixestufen. Die Leistung lässt sich stufenlos per Drehregler regulieren. Damit das auch mit nassen Fingern gut funktioniert, hat der Drehregler laut Hersteller eine rutschfeste Oberfläche. Die Pulsfunktion unterstützt die Zerkleinerung von harten Zutaten. Für eine gründliche Reinigung lassen sich die Messereinheit und der Mixbehälter voneinander trennen. Der Standmixer von Philips zeigt ein Design in Edelstahloptik mit schwarzen Elementen. Er ist 19,2 cm tief, 27,6 cm breit und 42,4 cm hoch. Sein Gewicht beläuft sich auf 4,7 kg. Der nächste Produkt ist Severin SM3737 Standmixer. Der Severin SM3737 Standmixer erreicht mit seiner Leistung von 500 Watt eine Geschwindigkeit von bis zu 22.000 Umdrehungen pro Minute. Er hat ein Vierflügel-IGES Klingensystem aus Edelstahl und zwei Mixestufen. Der Mixbehälter besteht aus Glas und hat ein Fassungsvermögen von einem Liter. Für schwer zu verarbeitende Zutaten ist der Standmixer mit einer Pulsfunktion ausgestattet. 2-in-1 Gerät mit Smoothie Maker, der Standmixer von Severin wird mit einem 600 ml Trinkbehälter aus BPA freiem Tritan ausgeliefert. Die Zutaten lassen sich direkt im Trinkbehälter mixen und unterwegs trinken.
Für einen sicheren Betrieb ist der Severin SM3737 mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, dessen Sensor ihn vor einer Überhitzung automatisch ausschaltet. Einen sicheren Stand sollen rutschfeste Gummifüße ermöglichen. Der Standmixer ist mit einer integrierten Kabelaufwicklung versehen. Im Lieferumfang ist ein QR-Code für Fruchtsmoothies-Rezepte enthalten. Severins SM3737 zeigt ein Edelstahldesign mit schwarzen Kunststoffelementen und transparentem Mixbehälter. Er misst 16,5 x 16,5 x 37,5, Länge x, Breite x, Höhe Zentimeter und wiegt 2,4 Kilogramm. Der nächste Produkt ist Arendo 73.033.847 Standmixer. Der Arendo 73.033.847 ist ein Standmixer mit einer Leistung von 1400 Watt. Das sechsflügelige Edelstahlklingensystem erreicht eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 24.000 Umdrehungen pro Minute. Laut Hersteller sind die Klingen doppelt kugelgelagert und gut aufeinander abgestimmt, was ein zuverlässiges Mixen harter oder gefrorener Zutaten ermöglichen soll. Ausgestattet mit einem Mixbehälter aus Glas bietet der Standmixer ein Fassungsvermögen von 1,75 Litern. Mit 30 Mixestufen, die Geschwindigkeit des Arendo-Standmixers lässt sich in 30 Stufen einstellen, was eine individuelle Anpassung an die zu verarbeitenden Zutaten ermöglicht. Die aktuelle Mixstufe zeigt er mit Hilfe von blauen, halbkreisförmig angeordneten LED-Leuchten an. Der Arendo 73.033.847 Standmixer hat drei Mixprogramme, ein Ice Crush-Programm, ein Smoothie-Programm und ein Intervallprogramm, in dem der Mixer abwechselnd mit einer hohen und einer niedrigen Geschwindigkeit arbeitet. Das soll die Verarbeitung harter Zutaten erleichtern. Alle abnehmbaren Bestandteile des Standmixers eignen sich laut Hersteller zum Reinigen in der Geschirrspülmaschine. Der Standmixer von Arendo hat einen grauen Standfuß mit schwarzen Bedienelementen. Der transparente Glasbehälter verfügt über einen schwarzen Deckel. Die Abmessungen betragen 20,0 x 18,0 x 42,0, Länge x, Breite x, Höhe Zentimeter. Das Gerät wiegt 4,5 Kilogramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Krups KB4201 Standmixer Arendo 73.033.847 Standmixer. Der Krups KB4201 Standmixer arbeitet mit einer Leistung von 600 Watt und einem vierflügeligen Klingensystem. Die Geschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen einstellen. Der Mixbehälter ist aus Kunststoff gefertigt und bietet ein Fassungsvermögen von 1,25 Litern. Mit Easy-Systemen, der Standmixer von Krups hat das Easy-Lock, Easy-Safety und Easy-Clean-System. Laut Hersteller haben die Systeme folgende Funktionen: Das Easy-Lock-System ermöglicht ein einfaches Öffnen und Verschließen des Behälters. Mit dem Easy-Safety-System ist der Mixer mit einer automatischen Verriegelung ausgestattet, die eine sichere Verbindung zwischen Klingensystem und Behälter gewährleistet. Das Easy-Clean-System ermöglicht es, das Klingensystem für eine leichtere Reinigung in zwei Teile zu zerlegen. Der Krups KB4201 bietet zwei Mixprogramme, ein Ice Crush-Programm und eine Pulsfunktion. Für eine platzsparende Unterbringung verfügt er über eine integrierte Kabelaufwicklung. Die abnehmbaren Teile des Standmixers lassen sich laut Hersteller in der Geschirrspülmaschine reinigen. Dem Anbieter zufolge ist der Mixer dank seiner strukturierten Drehknopfeinfassung, eines ergonomisch geformten Griffs und Saugfüßen am Standfuß einfach zu handhaben. Das Gehäuse des KB4201 von Krups ist weiß mit einem schwarzen Drehknopf. Der Kunststoffbehälter ist transparent und hat einen weißen Deckel. Der Mixer misst 22,6 x 22,6 x 40,5, Länge x, Breite x, Höhe Zentimeter und wiegt 1,8 Kilogramm. Der nächste Produkt ist AEG SB 2700 Standmixer Krups KB4201 Standmixer. Der AEG SB 2700 ist ein Standmixer mit einer Leistung von 300 Watt. Seine Klingen rotieren mit maximal 23.000 Umdrehungen pro Minute. Das Gerät ist ein Smoothie Maker ohne separaten Mixbehälter.
Für die Zerkleinerung der Zutaten ist der Mixer mit einem vierflügeligen Klingensystem ausgestattet, das sich zum Mixen auf die beiden mitgelieferten Trinkflaschen schrauben lässt. Zwei Trinkflaschen inklusive, der Standmixer von AEG wird mit zwei 600 ml Trinkflaschen ausgeliefert, die gleichzeitig als Mixbehälter dienen. Sie bestehen aus BPA-freiem Tritan und haben jeweils einen Deckel mit Tragegriff und verschließbarer Trinköffnung. Für die Sicherheit ist der AEG SB 2700 laut Hersteller mit rutschfesten Standfüßen ausgestattet. Er lässt sich erst einschalten, sobald Behälter und Standfuß korrekt miteinander verbunden sind. Die maximale Betriebslautstärke liegt bei 80 Dezibel. Alle abnehmbaren Bestandteile lassen sich in der Geschirrspülmaschine reinigen. Der Smoothie Maker von AEG hat einen Standfuß in Edelstahloptik mit schwarzen Kunststoffelementen. Die Abmessungen betragen 13,2 x 13,2 x 39,7, Länge x, Breite x, Höhe Zentimeter, das Gerät wiegt 1 Kilogramm. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.